Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Ja, hier könnt ihr noch so ein bisschen den Mond schimmern sehen. Es gibt aber mehr zu sehen. Ich habe nämlich gerade die Planetenparade beobachtet. Momentan sind alle Planeten unseres Sonnensystems in Reihe von der Erde aus zu beobachten, außer natürlich der Erde, auf der befinde ich mich ja. Und ich möchte euch zeigen, wie ich diese Planeten beobachtet habe. Hier ist jetzt die erste Aufnahme, die ich gemacht habe. Alle Planeten auf ein Foto zu bekommen, ist nicht möglich, da sich das von dem östlichen Himmel bis zum südlichen Himmel erstreckt. Schauen wir uns erstmal hier in diesem Bereich an. Ich habe mehrere Fotos gemacht. Hier haben wir die Venus. Das ist gegen 4 Uhr morgens am 21.06. Dann hier in diesem Bereich der rote Planet, der Mars. Hier ganz gut sichtbar der größte Planet des Sonnensystems, der Jupiter. Hier sehen wir jetzt den Mond und den Planeten, den wir nicht sehen und der sich hier in diesem Bereich befinden würde. Das ist der Planet Uranus. So, hier haben wir jetzt nun die nächste Aufnahme. Hier in diesem Bereich sehen wir noch den Mars. Die Venus ist jetzt auf diesem Foto nicht mehr zu sehen. Hier haben wir den Jupiter, hier den Mond. Und hinzugekommen auf diese Aufnahme ist jetzt hier in diesem Bereich nochmal der Saturn. Und ein weiterer Planet ist hier auch, aber nicht sichtbar für das menschliche Auge. Und zwar hier in dem Bereich wäre es der Planet Neptun. Da der Mond so ein bisschen überbelichtet ist, ganz klar, damit ich die Planeten halt fotografieren kann, habe ich ihn hier nochmal, ja, auch einmal so fotografiert. Und einen Planeten gab es dann mit der Kamera noch zu sehen, nicht mit dem bloßen Auge. Das wird gegen Ende Juni erst der Fall sein. Und zwar haben wir hier wieder die Venus und hier ist noch Merkur. Ja, der geht fast zeitnah mit der Sonne auf. Das ist eben das Problem, den dann noch zu erwischen. Mit den Kameraeinstellungen kann man das so einstellen, dass die Kamera mehr sieht als das bloße Auge. Und somit hat man hier auch die Merkur zu sehen bekommen. Vom 26. bis 30. Juni, da soll der Planet Merkur seine höchste Position erreichen. Und von einem guten Beobachtungsplatz ist es dann auch möglich, diesen mit dem bloßen Auge zu sehen. Ja, und dann geht auch recht schnell die Sonne auf, dass das Ganze dann vorbei ist. Man kann das jetzt noch gut bis Ende Juni beobachten. Dann verschwindet auch der Mond so langsam, weil wir Neumond haben. Das Ganze nennt man hier große Planetenparade. Wir konnten insgesamt 6 Planeten sehen. Das ist sehr, sehr selten. Die nächste prognostizierte Planetenparade findet 2040 statt und dann wohl wieder 2854. Das hat man so prognostiziert. Also eine sehr seltene Angelegenheit. Wer Frühaufsteher ist, kann sich das Ganze ja mal anschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Sagt bis dann, euer MacPaverick.